Hallihallöchen, zu weiteren wunderschönen Aufnahmen. Terrain of Magical Expertise oder einfach nur kurz Tome. Ich habe den Rikus dabei heute. Hi. Hi. Ich muss mal kurz den Rikus abholen. Letztes Mal, ich habe hier einen Charakter erstellt. Aus einem Default-Template. Also so, selbst das Spiel sagt an der Stelle, hey, du bist irgendwer Wichtiges, du hast keine Zeit, jetzt 2 Stunden im Charakter-Creator zu verbringen. Also gab es 4 Rassen und ich habe davon eine gewählt, die nennt sich einfach nur Morph. Morph-Rasse, also die ist einfach nur irgendwas mit Schleim oder mit irgendwelchen unförmigen Dingen halt. Okay. Und dann habe ich noch eine Klasse auswählen dürfen und noch eine Spezialisierung wählen dürfen, also Fähigkeit wählen dürfen. Und damit wurde ich direkt ins Spiel reingeschmissen. Habe dann Charaktere kennengelernt, die dann hier im Spiel mitmachen wollen und sogar kompetitiv unterwegs sind. Die wollen ein Preisgeld gewinnen wegen dem Turnier, was jetzt läuft. So. Und ich bin ein sogenannter White Hat Hacker. Sagt dir ein bisschen was. Also das gibt's ja auch bei uns in der Realität. White Hats in der Hacker-Szene. Ich bin einer der Guten. Und dann gibt's aber auch die Black Hat Hackers hier in diesem Spiel. Die machen böse Dinge und cheaten. Und sabotieren hier die ganze das Turnier hier. Kannst du, Zellos, bevor du jetzt weitermachst, vielleicht mal die Übertragung für mich nochmal neu starten, weil das ist gerade ganz schön auf Pixelmus. Da muss ich das vielleicht ein bisschen runterstellen, sogar von der Auflösung für dich. Und diese Sonderwünsche. Furchtbar. Furchtbar, oder? Ey, was soll ich nur mit dir anfangen? Ey? Ich weiß auch nicht. Ja. Ich mach mal hier den 27 und jetzt versuch's nochmal. Beweg dich mal, wenn du kannst. Woo! Jetzt wird's wieder matschig, sobald du dich bewegst. Das ist aber ein bisschen ungünstig. Ja gut, ich bewege mich zum Glück nicht zu viel auf der Karte rum. Ich bin dann ein bisschen unterwegs und dann, wenn die Dialoge anfangen, sind wir sowieso viel am Stehen. Von dem her. Ja, okay, gut. Dann hoffen wir einfach mal, dass ich das ertragen kann. Hoffentlich gehen, ja. Ansonsten mach einfach die Übertragung im Discord nochmal neu. Manchmal hilft das schon richtig viel. Das habe ich bei Smite-Übertragungen gemerkt, wenn ich einen Kumpel mal was übergetragen habe. Okay, dann mache ich das doch einfach mal. Bildschirm, Spiel, Spiel, Spiel und übertragen. Ich bewege mich ein klein bisschen. Extra für dich. Jetzt ist alles perfekt. Okay, sobald ich mich hier ein bisschen runter bewege. Nee, super, alles perfekt. Okay. Sehr schön. Komisch. Naja, gut. Ja, ist echt ein bisschen merkwürdig. Was dann natürlich nicht an der Stelle sieht, ich habe da 2 Schleimtypen gesehen, also solche, die ähnlich aussehen wie ich. Und die sind einfach übers Wasser gelaufen, ohne irgendwelche Fähigkeiten oder ohne nix. Die haben sich einfach hier drüber geglitscht. Also Wall-Glitch genutzt sozusagen. Okay. Und mein Charakter, der kennt sich halt auch entsprechend aus und hat natürlich auch selbst einen Wall-Glitch jetzt aktiviert und kann jetzt hier überall rumlaufen. Sieht jetzt natürlich etwas lustig aus, weil ich jetzt hier so über diese Ecken... Aber das gehört zum Spiel, oder was? Das ist der Witz an dem Spiel. Ich bin ja ein guter Hacker. Ich bin ja einer von denen, die rausfinden müsste, wer hier Spirenzien macht. Und ist ja cool. Und jetzt verfolge ich die Jungs erstmal. Der Gedanke, den finde ich toll. Ja. Ich weiß nicht, ob ich hier durchlaufen kann. Nein, hier ist wieder die Matrix aktiv. So. Ja, und ist im Prinzip ein RPG-Spiel mit einem aktiven, rundenbasierten System. Also sprich, ich habe eine gewisse Zeit, in der ich Befehle eingeben kann. Ansonsten, wenn ich zu viel Zeit verliere ich meinen Zug. Muss dann auch immer Knöpfe drücken, je nachdem, wie es mir angezeigt wird. Sei es hier mashen oder in einem bestimmten Bereich drücken. Also so häufig den Button drücken, bis es in einem roten Bereich ist. Und so weiter. Aber du wirst dann schon alles mitbekommen. Okay. Ja. So, und die beiden haben wir gesehen. Did you guys just walk over that body of water from the other area? Bist du ein Mädchen? Man ist etwas Androgynes, also man ist etwas Neutrales. Man hat dann bei den Entwicklern ein bisschen geguckt, dass man jetzt keinen weiblichen und keinen männlichen Hauptcharakter hat, sozusagen, sondern einen relativ neutralen. Way cool. Splat. Excuse us. Where do you two think you're going? Man hat dann ständig hier irgendwelche Auswahlmöglichkeiten und kann an der Stelle beeinflussen, ob man jetzt hier aggressiv vorgeht oder ob man kooperativ ist, wie auch immer. Okay. Okay, das war jetzt so oder so Kampf, wie es aussieht. So oder so Kampf, wie es aussieht. Ist ja in Ordnung. Sind da anscheinend auch Bösis an der Stelle. Und so sieht das Kampffeld eigentlich immer aus und du siehst da diesen gelben Donut, der immer weniger wird. Und währenddessen, das ist deine Zeit, ja. Und währenddessen habe ich hier 4 Knöpfe, wo ich drücken darf. Und das Bestätigen von den Menüs ist dann auch der gleiche Knopf. Ich muss aber jetzt mal ganz kurz gucken.
was die hier für Fähigkeiten haben. Okay. Ich erkläre dann gleich was zu den Elementen und alles, aber ich muss mir erstmal nur die Ruhe. Was vorbereiten hier, sonst wird die Zeit knapp. Ich habe mir jetzt mal so ein... Macht des Spiegels. Macht des Spiegels aktiviert, so sieht's aus. So, und die beiden haben jetzt irgendein Hack aktiviert. Ich kann sie jetzt nicht mehr mit Magie und mit irgendwelchen Sachen angreifen. Ja. Also muss ich an der Stelle hergehen und muss auch selber hacken und mach Debug. Okay. Und ich kann tatsächlich auch Input-Lag bei den Leuten machen, dass die weniger Combo-Angriffe machen können. Also, und, oder dass sie ihre eigenen Prompts sozusagen verhauen, die Gegner. Ja. Oder mein eigenes Element ändern. Also wenn ich jetzt merke, ich habe einen kompletten Nachteil gegen die Gegner. Aber wir machen hier Debug. Und dann ist es meistens so ein Minispiel. Das ist geil. Und dann ist es meistens so ein Minispiel an der Stelle. Ich fand es ja letztes Mal witzig, als plötzlich so ein Gegner von dir neben dem Feld stand. Ja. Ich kann nur mal ganz kurz defenden. Also ich kann den Button drücken und dadurch... verteidige ich an der Stelle, blocke ich. Was macht denn der Spiegel eigentlich? Der blockt nur Projektile an der Stelle. Also ich habe das Problem, wenn die keine Projektile haben, dann bringt mir das jetzt nichts. Aber das weiß ich jetzt im Moment noch gar nicht. Was mache ich hier? Ah, ich muss hier durch. Ich muss durchkommen. Boah, knifflig. Ah, fuck. Das ist aber auch schwer. Das ist schwer, ja. Puff. Wenn die jetzt die ganze Zeit hier diese Combo-Dinger machen, dann wird es jetzt gemein, aber... Versuche ich nochmal zu debuggen und ansonsten muss ich mich wieder heilen. Okay, das habe ich doch nicht gehabt übrigens. Das ist das erste Mal. Ah, oh, come on! Du musst unbedingt die erste Lücke nehmen, weil das ist eine doppelte Lücke. Ja. Wenn du die linke nimmst, kommst du besser durch. Verdammt. Ich muss mal kurz mal hochheilen hier. Item. Ich kann mir vorstellen, dass es später auch Gegner gibt, die hacken, dann, dass du keine Items benutzen kannst. Ja. Also bis jetzt bist du ja ganz schön an der Hudelei hier, oder? Ja, das ist schon schwierig. Das große Problem ist, in dem Moment, wo ich dem einen sage, jo, ich möchte nicht mehr, dass du irgendwelche Magie einsetzt, macht der andere schon wieder sein anderes Ding an. Aber das mit der Magic, das ist böse. Das muss ich versuchen, loszuwerden. Ah, das war zu früh. Das ist ganz schön knifflig an der Stelle. Ich habe bis jetzt hat sich das meistens immer auf so ein bisschen Pong beschränkt. Mhm. Und jetzt mittlerweile kriege ich doch hier ganz schön Spätzchen hier. Ha, habe ich nicht noch was Besseres als diese Fruit? Nee, ich habe nichts. Scheiße. Ja, jetzt ist natürlich ein perfekte Zeigen, wie gut ich bin, natürlich. Ja. Ja, ja. Weil es auch fies, was wir da machen an der Stelle. Vor allen Dingen, weil mich eigentlich das Magic am meisten behindert, weil diese Magic-Attacken sind natürlich die stärkeren. Deshalb muss ich an der Stelle hoffen, dass ich den jetzt mit Magic hier irgendwie versuche zu debuggen. Ansonsten muss ich mich durchstriken. Du kannst dich doch Zeit lassen bei dem Spiel hier, oder? Sieht so aus, auf eine gute Gelegenheit warten, weil ich glaube, wenn du so schnell machst, ist es eher ungünstig. Ja. Boah. Diese Lücke ist nicht so wirklich... Boah. Du musst warten, dass es halt genau kommt. Wenn das oben am Platz ist, dass du sofort zweimal durchdrückst. Mhm. Ja, das war zu früh. Aber das war, also der vorletzte Schritt war schon gut, das war nur halt schon zu früh. Scheibenkleister. Jetzt wird's langsam knapp hier. Vor allen Dingen macht ihr auch jedes Mal an die 12 Damage oder sowas hier. Weil er da auch nichts Besseres zum Hangeln. Ich habe halt keine Begleiter, ne? Das ist halt, ich bin jetzt plötzlich solo unterwegs. Das bin ich normalerweise. Du hast uns immer mehr, oder? Ja, ich bin normalerweise immer zu viert unterwegs oder zu dritt. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen hier. Erstmal rumtanken. Au, 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 au. Und angreifen kannst du gerade nicht, ne? Das kann ich gerade nicht, weil die blockieren das gerade hier. Die haben mich einfach gehackt, die Bastarde, diese bösen Menschen. Boah. Ich wollte aber, manchmal denke ich echt, das Spiel ist halt frisch rausgekommen. Ich weiß halt nicht, ob ich irgendwie das doch wiederholen kann oder später machen kann oder sowas. Kann ich das vielleicht, probier einfach mal ein Item aus dagegen zu benutzen. Die haben nicht viel HP zumindest, okay. Du auch nicht. Nee, ich auch nicht. Alter. Ich glaube, das muss man am Anfang ziemlich schnell machen immer. Befürchte ich. Ja, es wird vielleicht eher RIP sein. Ding. Du hast jetzt, glaube ich, 5-mal versucht, das mit dem Dings zu schaffen. Wenn das halt jedes Mal nicht klappt, dann verlierst du halt unglaublich viele Züge. Das ist leider das, ja. Au, i, u, a, i.
Leider habe ich auch keine besseren Items. Ich hätte mir noch ein bisschen aufstocken sollen, bevor ich da hier anfange. Wäre jetzt auch nicht schlimm, weil dann könnte ich auch an der Stelle zurück zum Spawnen. Jetzt kann ich es mal versuchen. Die machen genau 11 Schaden, ne? Echt? Machen die genau 11? Ja. Sie macht 6 und sie macht 5. Verdammt! Das ist Schweine. Meine einzigste Schwäche, 11 Schaden. Ja. Aber oh, jedes Mal 11, ja, tatsächlich. Okay. Einfach nur gemein sowas. So, noch einen Versuch. Vor allen Dingen, manchmal kann ich nicht einschätzen, ob die jetzt nach links unterwegs sind oder nach rechts. Die bewegen sich aber immer gleich, ne? Scheint sich immer gleich zu bewegen, aber ich habe manchmal zwei Lücken und manchmal habe ich nur eine Lücke. Schon gemerkt. Oben hast du eine und dann musst du das halt abpassen, dass das oben drüber schon passt. Rico, was mache ich denn nur? Ich weiß nicht, du sagst. Ich bin ein Versager. Ich bin kein guter Hacker. Ich halte mich nochmal, ist mir egal. Au. Warum müsst ihr ausgerechnet 11 Schaden machen, hey? Und 15 Schaden kann ich heilen. Das ist echt ein bisschen wenig. Bin schlecht vorbereitet auf jeden Fall. Nee, ich würde sagen, dann mache ich doch hier mal den guten alten Self-Kill wahrscheinlich. Oder den. Lass mich einfach mal killen und hol mir mal gescheite Heil-Items. Ach! Dreck! Bitch, slap me, Mami! Ich hab nochmal nachgedreht. Er hat nochmal nachgedreht, vor allem. You two better watch your signs. I don't know what you're talking about. Little brat. Shut up. Ich werde mich aber an der Stelle einfach nochmal eines Spielstandes bedienen. Weiß. Anhört. Hat noch niemand was gehört davon. Es ist eigentlich so simuliert, dass du an der Stelle ein MMO spielst. Aber du hast halt trotzdem Safe States. Ne? Das ist halt ganz klar. Ist halt trotzdem ein Solo-RPG. So. Stocke ich erstmal Items auf hier. Welcome to the item shop. How can I help you? Die ist auch total motiviert. Die ist mega motiviert. Die hat voll Bock auf ihren Job, Alter. Mega. Aber die brauche ich nicht. Den kann ich einige verkaufen. Tatsächlich, die brauche ich tatsächlich. Okay, cool. Anything else? You sure you want this? Ich weiß gar nicht, wie viel die heilen. Ich hoffe aber, dass die genug heilen. I can give you this much for it. Teuer, hm? Puh. Heal Flowering, nee, das brauche ich nicht so wirklich. Okay, cool. Irgendwann habe ich Resistenzen gegen alle Statuseffekte, cool. Soweit ich weiß. Sure brauche ich die Dinger nicht unbedingt. Geldprobleme. Wie im echten Leben. Have a day. Have a day. So. Neuer Versuch. Diesmal schaffe ich es, keine Sorge. Verspreche ich. Und wenn nicht, dann schäme ich mich einfach in den runden Boden. Wir werden sehen. Ich sag mal so, selbst wenn du jetzt die perfekte Heilung hast, solange du das mit dem Hacken nicht hinbekommst. Ja, das ist ist richtig. Vor allen Dingen, ich habe den ersten Zug ja gleich damit verschwendet, dass ich hier versucht habe, irgendwelche Sachen zu reflektieren, die nicht existieren. Also. Ja. GG. Ja, das kann man so sagen. GG. Es gibt im Prinzip vier Rassen, das kann ich ja mal in der Zwischenzeit erklären. Es gibt eine Menschenrasse, es gibt eine Tierrasse, wo alles möglich sein kann an der Stelle. Also es kann Hund, Katze, Maus, wie auch immer sein. Dann gibt es die Roboter, also buchstäblich, dann kannst du dir einfach einen fetten Klopper dahin machen als Charakter. Oder du machst an der Stelle einen Blub-Typ, so wie ich, und die Typen an der Stelle. So. Also sind die auch Schleimleute hier, die beiden? Das sind auch Schleimboys, ja, genauso wie ich. Hat aber alles keinen Statusvorteil oder sowas, egal welche Rasse du nimmst. Es gibt vier Klassen dann an der Stelle, Brawler, Spellcaster, Weaponry, also das sind die mit Waffen. Und ich überlege gerade noch eine weitere, die mir nicht einfällt. Und ich benutze direkt mal eine meiner Skills. Versuche direkt mal gut Damage reinzukriegen. Vielleicht mache ich ja schon einen von den Brauchbaren hier platt. Da habe ich mir eine Fähigkeit geholt. Die kannst du dir dann beibringen. Wie viele Bomben kannst du denn werfen? 8 Stück. Bist du einmal verkackst oder was? Ach nee.
8 Stück insgesamt. Das ist ja krass. Ja, ist gut. So, jetzt hackt der mich, aber der hat nur das Ping-Pong-Ding gehabt. Von dem her, ich könnte das eventuell so machen, dass ich nur das Ping-Pong-Teil mache. Also, es ist leichter. Strike. Weil sonst ist es relativ leicht zum Reflektieren. Ich musste mich nicht mal bewegen. Ich stand einfach nur da. Das also kannst du jetzt wieder zuschlagen, aber keine Magie benutzen. Keine Magie benutzen, genau. Ja, das reicht ja schon mal. Das macht immerhin, wenn ich das richtig time, 6 Schaden. Also, es ist schon mal etwas. Ah, fast. Aber wenn einer von denen schon mal weg ist, dann könnte man wenigstens dann mal... Dann ist easy. Dann ist easy, weil die macht nur 5 Schaden, ne? Ja. So, weg mit dem Burschen. Blub. Vor allen Dingen wird er zum Schleimbolzen da. Das finde ich jetzt irgendwie lustig. So, und die könnte ich jetzt eigentlich auch verprügeln, einfach nur. Und die Team-Magie-Punkte, die man da oben links sieht, die tue ich übrigens mit normalen Angriffen, tue ich die regenerieren. Ah. Gibt auch Items, mit denen ich die heilen kann, aber meistens lohnt sich doch eher, zwei so Charaktere zu haben mit vielen Hits auf ihren Standard-Attacken, dann kann man das einfach so als Batterie nutzen sozusagen. Mhm. So. Weil das Timing habe ich ganz gut drauf bei den Strikes. Da musst du auch was machen noch. Da muss ich auch immer jedes Mal, bevor der Schlag ankommt beim Gegner, muss ich den Knopf nochmal drücken, sozusagen. Diesen Strike-Knopf, den rechten. Ja. Ah, fuck. Jetzt war ich zu schnell. War gierig. Ja, gut. Mit einem Damage, was ich noch machen muss. Klatsch! Ja, easy. Und so. 150. Easy, muss ich es gerade neu laden. ja, Quatsch. Nothing out of the ordinary. Move along. yeah, totally. You little brat. I'll remember you. See, she says that, but she'll probably totally forget you, though. Wenigstens ehrlich. So. Hey, easy und so, ne? Haben wir gemeistert. Truhen. Ein Herz. Eine Box. Bronze-Pendant. Das sind alles so Power-Ups, die ich anlegen kann an der Stelle. Das zeige ich dann auch mal gleich. Bronze-Amulett klingt doch gut. Ja, das Bronze-Amulett habe ich zum Beispiel bei dem Charakter schon dran. Das erhöht quasi, wie viel Geld ich bekomme bei jedem Kampf. Das Cold Heart prevents Paralyzing. Da gibt es Paralyse bei dem Spiel. Auch Zufallsprinzip, Pokémon typisch. Ja. Dann gibt es hier das Bronze-Pendant. Und dann gibt es hier, was hat denn hier als erstes gegeben? Ich glaube, das war dieses Cold Heart Dingsbums da. Das war irgend so ein komisches Ding. Ja, kleiner Miniboss. Mal weg damit. So. Den habe ich überlegt, ob ich den offscreen mache, aber dann habe ich gesagt, ja, komm, vielleicht gibt's ja irgendwie Mega-Story oder sowas und dann verpasse ich das und dann. Das war jetzt ein Miniboss. Das war jetzt sozusagen ein Miniboss, ja. Weil ich habe. Ich mach jetzt gerade so, sozusagen, wie ich lustig bin beim sechsten Tag. Ich kann griden, ich kann direkt zum siebten Tag springen, zum Turnier, zum ersten kleinen Turnier, wie auch immer. Also so wie ich lustig bin. Jo, muss ja leider wieder zurücklaufen. Ja, so laufen die Kämpfe im Prinzip. Wenn jetzt gerade meine Fähigkeiten nicht blockiert sind, habe ich zum Beispiel bei dem einen Knopf habe ich dann Möglichkeit Verteidigung zu drücken, dass der immer verteidigt. Oder kann irgendwelche Spezialfähigkeiten benutzen, wie jetzt in meinem Fall Hacking oder halt irgendwelche andere lustigen Sachen. Dann habe ich mit dem linken Knopf habe ich Magic, kann dann diese komischen Bomben werfen beispielsweise beim Healing Station. Ach geil. Ja, da hast du hier so eine heiße Quelle. Und jeder Charakter. Wieso ist die neben den Grabstein? Das macht irgendwie keinen Sinn. Das ist ein Respawn-Punkt, also hat man sich gedacht an der Stelle, ja, da machen wir ein paar schöne Grabsteine hier. Das ist übrigens der Charakter, der repräsentiert den Completionist. In dem Spiel. Der ist auch von dem synchronisiert, von dem Gerard Khalil oder wie der heißt. Ja, und Power-Ups. Möchte mal ganz kurz reingucken. Das sind übrigens die anderen Charaktere, die ich gerade nicht dabei habe, aber ich kann sie ebenfalls schon ausstatten an der Stelle. Und ich gucke mal ganz kurz. Ich habe nämlich dieses Magic Minus gesehen. Reduces the cost of magic techniques by 1 MP. Cannot reduce cost below 0. Okay. Da ich jetzt nicht unbedingt der Magier-Typ bin, sondern eher das Mädchen hier,
gebe ich dir das noch einfach. Du siehst, die haben auch unterschiedliche Farben. Jeder Charakter hat unterschiedliche Sachen, die er equippen kann an der Stelle. Also ist insofern begrenzt, was die anlegen können. Aber die haben alle zwei Lila-Slots und bei den Lila-Slots kann ich dann einmal solche lustigen Dinger reinsetzen. Yay. So. Dem gebe ich auch mal so ein schönes Ding hier. So. Kurz mal den noch ausstatten und dann sind wir bereit. Dann geht's mit der Story weiter. Story ist immer recht interessant, weil die Dialoge halt auch gut und erfrischend sind. Das ganze Spiel spielt im Jahre 2020. Und ich weiß nicht, Rikus, ob du dich erinnerst, aber im Jahre 2020 was passiert. Da war ich zu Hause. Ja, da waren wir alle zu Hause. Oder die meisten von uns zumindest. Ja. Ja. Und das ist in den Dialogen von den Nebencharakteren zumindest. Es ist ein Gesprächsthema tatsächlich. Okay. Es wird halt nicht namentlich genannt, weil man vielleicht Schwierigkeiten bekommt mit irgendwelchen komischen Ämtern, die dann sagen, nee, wir wollen nicht, dass es ein Thema wird oder wie auch immer. Aber die sagen, ja, da war so ein komisches Virus. Das ist da rum und ich bin so ewig zu Hause. Jetzt habe ich Bock auf ein MMO bekommen, also habe ich Tome angefangen. So fangen manche an zum Beispiel. Hier bei dem Menü-Lockout sage ich zum Beispiel an der Stelle, ich will zum nächsten Tag, beim sechsten Tag. Haben wir anfangen als Tutorial gesagt. Jetzt müssten wir beim sechsten Tag sein. Das ist unser wunderschöner Desktop. Und hier habe ich dann immer mal wieder Mails, die ich checken kann von Gilden-Member, von den Charakteren, die du jetzt vorhin gesehen hast. Oder von meiner geheimen Whitehead-Organisation, die mir immer mal wieder Informationen zuspitzt, was da jetzt so gerade passiert im Hintergrund. Congratulations on registering your guild. Das ist an der Stelle unsere Registrierung. Es geht übrigens hier um bis zu 20.000, also für das gesamte Turnier geht es um $20.000. Das ist viel. Und es ist so gedacht, bei dieser Gilde, wo wir sind, die Flame Girl, also das Mädchen aus der Gruppe, die hat gesagt, sie hat eine Bedingung allerdings, sie möchte die Hälfte von dem Preisgeld, die 10.000, und wir teilen uns den Rest auf, die restlichen Mitglieder. Hm. Warum das so genau ist, wissen wir noch nicht. Wir haben wir haben ihre alte Gilde mal kurz getroffen, wo sie früher drin war, die sie dann die besten Freundinnen waren und so. Aber als sie dann gesagt hat, hey Leute, ich brauche das Preisgeld, dann sie so, nee, ich will auch meinen Teil haben. Und wir waren aber relativ willig, also müssen wir an der Stelle relativ, soll ich sagen, uns juckt das sowieso nicht, das Preisgeld. Ja. Okay. Uns geht es ja nicht ums Preisgeld, uns geht es ja eher um unseren Auftrag sozusagen. Ja. So, das ist übrigens derjenige, der uns immer die Informationen zuspielt, mit dem Namen You Know Who. Sehr clever, der Name. Hey, pal, today's the big day, huh? I'll be honest, with that little group called the Troublemakers officially entered, I don't have much confidence anyone else gonna be able to pull this off fair and square. Ja, im Prinzip gibt's eine andere Hackergruppe, die hat's aber geschafft, sich zu qualifizieren. Und die werden wir wahrscheinlich jetzt treffen. Okay. Ja. Big Event, Flame Girl, das ist übrigens unsere Gildenmeisterin, diejenige, die zu sagen hat. Und die Dandy Alliance ist an der Stelle die Gilde, wo wir drin sind. Today's the big day. Meet outside Toadstool Towers as early as possible. We won't know what we are in for until the event officially gets underway. But I've got confidence that we'll be ready for anything that they throw us at us. Thanks as always for sticking together. Und wie immer ganz cool. Immer ein Einzeiler als Antwort. Wir machen nicht mehr als ein Einzeiler. Das reicht völlig. Wir erzählen auch relativ wenig über uns. Also wir sind sehr anonym, extrem anonym unterwegs. Wir haben zum Beispiel diese Stephanie an der Stelle gesagt, die Flame Girl, direkt von Anfang an gesagt hat, hey übrigens, hi, ich bin Stephanie. Und die anderen so sich ein bisschen vorgestellt haben, ah, übrigens, ich heiße Alphons im echten Leben und lalala. Wir sagen nichts, das ist so ein ganzes Thema. Wir sind einfach Whitehead und wir geben unseren Namen nicht gerne im Netz preis, sozusagen. Ganz einfach. So ist das halt, ne? Ja. You betcha. Every Sunday, das sind übrigens alles gespendete Charaktere. Manche von denen synchronisiert, manche nur Hintergrundcharaktere. Okay. Einige interessante Designs dabei. Du merkst bei einigen Charakteren auf jeden Fall, dass die entweder eine Spielinspiration oder eine Kulturinspiration haben. Das ist einfach schön. So, who are you guys betting is gonna win the competition today? Ich glaube, da ist einfach nur eine CD, der eine Typ. The Troublemakers seem like they've got the biggest edge just because of how many relics they've collected. But
I'm rooting for the cast of Dreams. You're forgetting the one with the real best shot at winning. CD-ROM heißt der Freund. The karmic blossom. She's like a legend around here. No love for us, I guess. Ich finde die Tonspuren, die klingen schon gut, ne? Sind auf jeden Fall viele, viele Namen dabei, die das vertont haben aus Animes, aus fallenden Animes, sag ich mal. Ah, okay. Den finde ich einfach nur geil. Cooler Tipp. Ach übrigens, das ist so ein kleiner Insider-Joke. Hier erfahre ich von dem, glaube ich, die Uhrzeit. The current time is... Und ich bin immer noch traurig, dass ich nie erfahren werde, wie spät ist es eigentlich, wenn ich da mich einlogge. Erfahre ich nie. Das ist übrigens auch kein Insider oder sowas. Das ist einfach tatsächlich, du kriegst nie gesagt, wie spät es ist. Du kriegst aber gesagt, was für ein Tag es sein soll. Today is Sunday, June 7th. 2020 natürlich immer noch. Nicht schlecht. Ja. Hey there, I saw your name on the list of entries for the event today. You're part of the Dandelions, I think, right? Help you guys win. Thanks a lot. Also, it's the Dandy Alliance. Have you guys heard any rumors about what the regional event's gonna be about? Well, nothing specific. They've been pretty secretive about the whole thing. It is my belief that NetKing Software wants to have everyone competing be put on a level playing field. Hence why they've supplied no information, other than it would be a mission issued by Chief Bitopio. Guess I'll find out for myself soon enough. Thanks anyway. Genau, und jetzt nur kurze Aufklärung. Dieser Chief Bitopio ist einer von vier Entwicklern des Spiels. Jeder Entwickler hat so seine eigene Realm, wo er sozusagen der Bürgermeister ist, in Anführungszeichen. Also wo er derjenige ist, der so ein bisschen was zu sagen hat. Und dann gibt es natürlich ganz normal die Mods und Admins und wie auch immer, die immer wieder mal gucken, dass alles nach dem Rechten läuft. Aber die sind sozusagen die Chefes. Die Netkings werden sie an der Stelle genannt. Hey, do any of you guys fight solo? If so, any tips for beating more than one enemy? Ja, gute Frage. Hätte ich früher gebraucht. Ja, vielleicht. The DJ Masters are all right one-on-one, even Stevens. But them lot by yourself? You're dreaming, mate. You better be well prepared. Bring lots of items. Stack yourself with power-ups that boost your defense power and magic defense. Das sind aber schon sehr allgemein gehaltene Hinweise jetzt. Natürlich sind das allgemeine Hinweise, weil man sollte sich ja ein bisschen Gedanken machen. Man sollte ein bisschen vorbereiten, das ist ja nicht. Der Entwickler hat auch relativ deutlich gemacht, dass jetzt das erste Gebiet ist noch relativ Tutorial-lastig und noch von der Schwierigkeit her noch relativ subtil. Das fängt erst ab der Mitte von einem zweiten Areal an ungefähr. Wo es mal richtig anspruchsvoll wird vom Schwierigkeitsgrad her. Also der Difficulty Spike kommt auf jeden Fall. Good, all accounted for. Thanks again for doing this. Wir sind jetzt unsere ganzen Gildemitglieder hier. Hey, we want to win, right? Busted our asses enough this week as is. We're gonna do the same thing today. Plus, if we manage to pull this off, it'll be a nice chillax couple of weeks till the finals. Yeah, one can hope. But don't forget, we got some steep competition. Before we get going, if there's any other last adjustments you guys want to make, make them now. Passt schon. I'm all set. Let's do this. Ich bin voll zuversichtlich. To the Toadstool Towers. Nachdem ich meinen Arsch zur Trinken bekommen habe. Toadstool Towers. Das ist übrigens Nylock. Jeder liebt Nylock, ne? Er ist einer, ja, der ist direkt zu badisch. Der hat einen Satz gesagt und ich mag ihn. Ja, er ist einer, der ein Rollenspieler ist. Also wirklich so diese Rolle inne hat. Ich bin ein Ritter und ich bin für die Gerechtigkeit da. Und er spricht in Ye Olde English. Also, ne? Dauf, Seekif, The Treasure oder irgendwas. Also immer in sehr alten Floskeln unterwegs. Sehr sympathischer Tipp. By the way, little late on this, but has there been any word on what the actual event is? Nah, it's been pretty vague. Guess we're all gonna be finding out at the same time. Indeed. The only sliver of knowledge granted to the warriors of Tome seeking victory in the campaign is that the task issued by the region's Net King can be completed at equal effort to all of the guilds present, regardless of how large or small. So we've got five members. The Troublemakers, who no doubt will be a massive annoyance, have three. And the Cast of Dreams has now apparently six. Plus, one of the toughest of all is the Karmic Blossom, who's entering completely solo.
Okay. Ja, welcher ist das? Das sind jetzt alles Leute, die werden alle Referenzen sein auf die Charaktere, die wir jetzt gerade sehen auf der, im Bildschirm. Ja, aber das war nicht, aber einer ist alleine irgendwie. Ich glaube, du kannst rechts das, wahrscheinlich. Ich glaube, ja. Das ist ganz rechts, ja. Die Katze oder mit was den Ohren. Mhm. Ja. Hey, speaking of, if we do win, what do you guys want to do with your cut? Ahem! What we dragonfolk do with our coinage is our business, thank you, Squire! Hat er recht! Oh, the countless theories to your deep lore. Perhaps he's paying off his 500 alimonies to all his illegitimate RP love children. Who can say? What? Most uncouth! Well, you already know what I'm saving mine for. Visitation rights to my hapless child. That would be you. Wait, really? You're using it to come visit? Duh. Plane tickets and hotels are expensive, last I checked. Aw, dude. Das sind übrigens Kumpels von früher, also bevor sie das Spiel angefangen haben. Okay. Von der Highschool sozusagen. Und die haben sich irgendwann mal verloren, weil der eine umgezogen ist. Und ja, deshalb sind immer noch really cool beste Bros, Junge. Well, it'll be cool when we can actually go outside. We'll be going from long distancing to social distancing. I swear, I don't have the evil life-threatening virus. Es wird referenziert, aber wird nie mit dem Namen genannt auf jeden Fall. Finde ich cool, ja. Evil life-threatening virus. How about you? What's the cold and mysteriously business-like guildmaster gonna spend all that cash on? Ja, die Hälfte von einem kompletten Preisgeld bekommen würde am Ende. That's on a need-to-know basis. Uh-huh. So needy I am. Now, squires, let us focus on the task at hand. The event could start at any moment. Brave warriors of the Adonis Woods, it is time. Die NPCs sind übrigens immer diejenigen, die mit dem grünen Text Okay. Behold the glory of our Net King that presides over these lands of green. Chief Bitopio. Welcome, future champions of the terrain. You have all showed great prowess for the privilege to stand before me. Pilznibbel. I thank you for the past 6 days and six Shroom nights. As you know, an ancient threat is seeking to return. Khajiit the Shadow Beast, who was among the most powerful of the monsters that once infested these lands, was splintered into hundreds of pieces back during the Great Conquering. The relics you have been seeking to reclaim, in the image of the Shadow Beast's once complete form, each seal away a piece of the monster. Now, we must put a stop to that horrible demon's revival once and for all. Each of your mighty guilds must travel to the Rusula Riverside and sacrifice your relics to the ever-flowing stream so that its essence may finally be purified and the lush Edotus Woods shall be free. The godly webmaster, ruler of the highest order of Tome, has sent an emissary from the heavens to oversee this trial. Forever here, coming to you live from the terrain of magical expertise. And this is the campaign of champions. Buchstäbliche Moderatorin sozusagen. Ja. Today we're streaming full coverage of the first of four regional events happening this month. The purification of the Shadow Beast. We've got a whole host of incredible players here this afternoon. The guilds competing against each other are as follows. The Casto Dreams with 11 relics collected. The Smallimals with 7 relics. Ja, ist deine Gilde? Karmic Blossom with 3 relics. Wir haben, glaube ich, nur 3. The Mean Green Team with 25 relics. The Dandy Alliance with 3 relics. Das war sozusagen die Bedingung, dass an der Stelle, dass man hier teilnehmen darf. Also man braucht drei Relikte oder drei was? Relikte mit finden irgendwo in der. Wieso haben die einen so viel? Wahrscheinlich, dass sie verhindern wollen, dass andere mitmachen. Es geht um viel Geld, Rikus. Stimmt. And with a whopping 251 relics collected, the Troublemakers. Das sind die Black Hat Hacker. Also das sind die Saboteure sozusagen. Ah, okay. Which of these powerful teams of dedicated players will not only earn themselves the $2,000 prize, but a spot in the final event for a chance at the big $20,000 grand prize? The excitement is overwhelming. Take it away, Chief. Your enthusiasm is greatly appreciated, Emissary. Now, brave warriors,
Re-enter the telepillar behind you, and you'll each be taken to the Rusula Riverside. Your trial shall begin there. Now go! So. All right. Wahrscheinlich müssen wir jetzt ein Team zusammenstellen. Weil man darf den Kampf immer nur zu viert darf man antreten. Ah. Zumindest durfte ich bisher nur zu viert spielen. My warriors, can you hear my voice? I am communicating to you telepathically. Alles klar. Ja, das ist ein Admin, Alter, der kann alles. Guildmaster, dost thou have the relics on hand? Of course. Now everybody get ready. I think it's safe to assume the trial won't be over as soon as we dump these in the water. Release the fragments of the Shadow Beast into the river so that we may purify this foul monster. Egads! Oh, I get it. Wait, what's the deal? This cannot be! The purification process of the river's sacred waters was in vain? No. Das ist das Bosskampf-Szenario. Warriors, look out! Here it comes. Let's do it! Mit wem starte ich jetzt an der Stelle? Das weiß ich jetzt gar nicht. Jeder nimmt sich eine vor, wie es aussieht, okay? Ja, das kommt hin, ne? So, schmeiße ich meine komischen Blätter. Ich kann Blätterschurikens werfen. Kleeblätter? Übrigens. Ah, cool. Clover Cutter. Clover Cutter, genau. Dann habe ich einen Reflect Mirror, was ja sehr viel gebracht hat in dem letzten Kampf. Und ja, das Bomb Brush, was aber tatsächlich viel gebracht hat. Und dann kannst du dich auch heilen im Notfall, oder? Also. Ja, ich würde mich jetzt mal anschauen, was der hier an der Stelle hat. Ach stimmt, ich kann auch scannen. Ich kann dann mal gucken, was für ein Element der Gegner hat. Aber neutral, also der hat keine Schwäche gegenüber irgendwas, hat aber auch keine Stärke. Okay. Nice to know. Dann habe ich Item, Strike. Aber ich würde mal den guten Bob Rush. Aber ich habe zu lange gebraucht. Ha, okay. Na toll. Sorry! Na toll. Aber im Moment ist gerade Bomb Rush mit Abstand mein bester Move. Ja, würde ich auch sagen. Ist halt 8-mal X Damage. Sind 32 Schaden, ne? Ja, es sind 32 Damage jetzt gerade. Und halt 7 Magiepunkte, ne? Da müsste ich halt mal gleich wieder versuchen zu regenerieren. Ah, das kommt so schnell! Zelos ist cursed. Ich bin cursed, Alter! Das ist. Bist du verflucht, Junge? Das ist das fancy Art zu sagen, hab Verbrennungsschaden. Also, jedes Element bekommst hat so du nach dem Kampf Heilung für die Statuseffekte? Statuseffekte bleiben tatsächlich nach dem Kampf nicht. Das ist das Schöne, finde ich hier. Kann teilweise ja nerven, kennen wir ja aus Pokémon, wenn da Vergiftung bleibt nach dem Kampf. Ah! Oh, es wird ein Hit. Ein Hit hätte gefehlt. Ja. Oh, was? Ich gleich mal ein bisschen Mana auf, denke ich. Der hat mir direkt mal 3 HP abgezogen hier. 3? Ja, der hat Absorber gemacht, Alter. Verdammter Cheater. Oh nein. Muraha. So. Jetzt habe ich wahrscheinlich keine Magiepunkte mehr und jetzt kommt direkt der nächste. Jetzt vielleicht den letzten Schlag mit normalen Schlägen machen sollen. Vielleicht. Den letzten. The prophecy was wrong. This can only mean our greatest fears have come true. Warriors, you must press on upstream to where Rusula Riverside feeds into the Lenzitas Lake. Please hurry! Right. Then the first guild to complete this quest to the end will be the winners. No hesitation. Come on! Okay, also nur die erste Gilde, die es packt, schafft, kommt an der Stelle weiter. Okay. Magiepunkte mal heilen. Frag mich, hab ich noch nie benutzt übrigens. Ah, die heilen auch 15, okay. Ja, passt schon. Schatztruhe! Ah, nochmal so ein Mana-Ding. Das kann ich tatsächlich gleich benutzen, warum nicht? So, passt. Ich wollte gerade sagen, jetzt müsst doch mal gleich langsam die fünfte kommen. Thou shalt never defeat the Dandy Alliance! These fragments, they must all be eliminated! Warriors, use your might to take them out! If we each fight one, we could save ourselves a few minutes worth. Split up! Copy that! Komm wieder!
Ach, alle müssen immer solo kämpfen. Ich find's gemein. Ich will die anderen mal zeigen. Ja, ich bin ja geduldig. Das ist ja kein Problem. Bombrush! Hauptsache, der Erfolg. Ich bin Bomberman übrigens. Bomberman, ja, das passt auch so ein bisschen vom Optischen. Ich will dir später vor allen Dingen einen Charakter zeigen. Es gibt einen Tutorial-Charakter, der buchstäblich nichts anderes ist, außer die Zelda Schilder, wo man dann ablesen kann, du bist übrigens in Stadt XYZ. Du bist übrigens hier, du bist übrigens da. Aber sie macht da natürlich ein bisschen mehr. Sehr sympathisch. Ich hoffe, wir sehen die dann auch jetzt auf natürliche Weise. Aber ansonsten zeige ich dir die einfach mal so zwischendurch. Boah, frisst der viel Damage. Ach, dein Angriffrad, der hat richtig wenig Schaden gemacht, ne? Dein normaler Angriff. Mein normaler Angriff macht wenig Schaden, aber warum muss man zwischendurch doch mal gucken, dass ich hier ein bisschen Magiepunkte spare. Weiß nicht, wie viele solche Kämpfe noch kommen werden. Aber ja, gut. Ja. Ich bin jetzt erstmal auf Verschwinderart. Hier, scheiß drauf. Ja, ich seh's. Bam. Passt schon. Ich brenne immer. Aber ich krieg immer ein bisschen Geld. 34 ist gut, weil diese Heil-Items, die haben 50 gekostet jemals. Vorhin. I can sense a malevolent force swirling together at the lake. There's no time to lose. Yeah, these cutscenes take forever. We get it, go! Wie geil. Einfach trocken, ehrlich. So schön. Ah, heilen, sehr schön. Also, du hast jetzt keine Items genommen dafür. Nee, hätte ich. Das ist gut, dass ich keine genommen habe, ja. Ja. So, hier kann ich die nochmal anpassen. Nee, brauche ich aber nicht. Habe ich schon erwartet, dass es jetzt eigentlich langsam kommen muss. Ist übrigens eines von diesen Spielen, dass wenn du einen Boss besiegst und dann direkt zum Heilpunkt zurückkommst, dass du, selbst wenn du an der Stelle verreckst, dass dann trotzdem hier diesen Bosskampf überspringst, sozusagen. Du musst jetzt alleine kämpfen. Ist ja voll gemein. Ja, die kämpfen alle immer zu zweit und ich bin alleine die ganze Zeit. Ich finde das gemein. Das ist böse. Aber wahrscheinlich soll das einfach auch dem Spieler zeigen an der Stelle, ja, du bist nicht ständig zu viert unterwegs, also... Ja. Aber so wird es mal Bosskämpfe geben, da bist du alleine unterwegs hier. Ach, ich schmeiß einfach gerne meine Bomben. Rikus, ich mag Bomben. Ja, Bomben, ja, ich seh's. Moa, perfekt geblockt. Ist meine Fallenkarte aktiviert. Mehr Bomben! Macht des Spiegels! Ich finde nur schade, dass mein Spiegel nur Projektile reflektiert. Aber das ist... Ja, ich glaube, sonst wäre es leicht OP. Aber das habe ich schon öfters genutzt, tatsächlich. Das ist echt extrem stark. Wenn dann Gegner mal 10 HP Schaden machen würde mit seinem Projektil, dann mache ich das doppelten Schaden zurück. Direkt mal 20 Damage und die haben meistens immer nur 30 bis 40 HP. Mhm. Die Gegner. Aber die mit 70, ja, das ist schon viel, ne? Der mit 75, das ist jetzt natürlich schon Klopper, der Junge. Hoppa, war aber schnell so ein Drücken hier. Oh, einer fehlt. Hey, where's Nai? The hell happened? Did he lose? Ugh, damn it! If you end the battle with someone defeated, you're out completely? I didn't know. I'm sorry. I thought I could revive him when we finished the fight. It's okay. Loser, ey. Just have to keep going. Die haben sich killen lassen von einem so einem scheiß Tentakel? Ja, und anscheinend darf man die Leute dann nicht mehr reviven. Aber das war jetzt wahrscheinlich der Plan, damit du wieder bei 4 Leuten bist. Ich denke mir, ja. Alles gescriptet. So, sind wir zwar nur noch zu viert, aber wir sind wieder ein Team. Yeah! Ich bin nicht mehr alleine. Und erstmal heilen. Erstmal heilen, ja. Er wird wahrscheinlich in der Stadt respawned sein und denkt, nein, wieso? Weiter an. Ruhm, Reichtum. Klingt so ein Loser-Tentakel verloren. Was ein Anfänger. Ja, mein Gott. Lander hat nicht aufgepasst, ganz klar. Er hat einfach aufgepasst. Zu zweit, Zellos. Du hast es alleine gemacht. Ich hab es alleine gemacht. Ja, was sind das für Loser? Eben. In my era, I have possibly doomed you all. We've still got a shot at this. Keep it together, guys. Kommt doch wahrscheinlich der große Böse, oder?
They have pooled together and united to form its original body. It has returned. Großer Bösi. Süß. Oh. Drache. Möchte ich als Haustier haben. Nach Tara-Drache. Nach Tara-Drache, ja, Mann. Let's wreck him. I agree. Hit him with everything you've got. Ja, der ist 300. Kann passieren. Kann durchaus hat das passieren. Hat er seine Tentakel dabei? Das ist eigentlich die Frage, ne? Nee, Tentakelchen hat er wohl nicht dabei. Aber das halbe Kampffeld ist übrigens weg. Macht jetzt für uns keinen Unterschied, aber... Okay, ich kann seinen HP schon mal nicht sehen, schade. Magical Attack und Attack sind bei 10. Das ist der ja hat aber viel. Überhaupt Immunity keine... Immunity ist der, ne? Er hat überhaupt keine Defense, wie ich sehe, ne? Aber der hat Immunitäten 2. Blümchen und Eis... Block oder irgendwas, keine Ahnung. Ich mach jetzt einfach mal einen Reflekt an, für den Fall, dass wir doch vielleicht mal irgendwelche lustigen Sachen jetzt gleich haben. Geht das für alle, das Reflekt? Nee, man, das soll ein Projektil, muss ich für oder? Jeden Einzelnen vorbereiten, tatsächlich. Oh Gott. Vulcan Fist, Poseidon Wave. Der hat alles Angriffe, die irgendwie griechisch referenziert sind. Orion, ja. Und da wird auch ganz klar gesagt, hier muss ich nach links halten, bis der Balken komplett gefüllt ist. Und dann, wenn ich den... Defense-Button drücke, dann könnt ihr in Verteidigungsmodus übergehen. Mal sehen, ob ich das schaffe. Ah, leider nur den Damage. Er hat wirklich 300 HP übrigens. Ja, der hat wirklich 300 HP. Ich hab das ganz gut eingeschätzt. Spark Taser. Der hat wiederum Elektroangriffe und kann dann sowas auch machen wie einen Defibrillator und jemanden wiederbeleben. Also der ist sehr wertvoll an der Stelle. Den müssen wir ein bisschen beschützen hier. Genau, was ich aber gerne mache, weil das jetzt nur ein einzelner Gegner ist, mache ich jetzt Energy Cannon, weil das sonst random Gegner angreifen würde. Aber so mache ich wenigstens auf einen Fokusschaden. Und die hat einfach einen praktischen Move, also das ist auch sowas ähnliches, was er jetzt gerade gemacht hat, das hier. Dann das ist was zum Aufladen, wo er eventuell Feuerschaden kriegt, Verbrennung. Und das allerdings, und das ist das Wertvollste, finde ich, dass nach jeder Runde von jedem Charakter regeneriert er ein paar HP. Ich glaube, das ist prozentual. Oh, das ist gut, oder? Das machen wir einfach mal. Achso, das ist dann zufällig, wen das trifft. Nee, das bleibt in der Mitte. Das füllt jedem Charakter seine Dings auf in der Runde. Das ist natürlich stark, ne? Jetzt vorbereite ich hier schön Schilde für alle. Du kriegst ein Schild! Du kriegst ein Schild! Und du! Und genau der kriegst du hier wieder. Die gerade nicht! Ja. Wie gemein, ey. Warte, mit dem mache ich mal ein paar Magiepunkte. Wann kommt die Heilung jetzt von dieser Flamme? Kann nach, ich schon? Nach jedem, macht jedem Ding. Wenn du bei dem beobachtest, jetzt mal ganz kurz. Das ist dein eigener Zug, immer wenn der eigene Zug beendet ist. Genau. Okay. Der macht mehr Schaden hier. Ja, okay, ich verstehe. So, die ist eine Magierin, die macht am meisten Schaden mit ihren Skills. Also meint das einfach mal. Immerhin knapp 20 Damage oder was das jetzt war. Jetzt mache ich aber den, weil der schon ziemlich komponiert ist. Muah! 23, nice. Das macht gut Schaden auf jeden Fall, aber der hat jetzt wenig HP, deshalb gehe ich mal her und ich heile mal den erstmal. Fix. Ja, muss ja nichts riskieren. Ja, muss nichts. Ich denke, der reißt sogar eine Crimson Fruit, oder? Der hat doch schon. Nee, das war. Die Flamme. Stimmt. Die habe ich jetzt an der Stelle ausvergessen. Ja, egal, passt schon. Der eine, obwohl er viel Damage macht, der kann nur 2 Angriffe machen, während ich und der andere in Rot, der Rothaarige, wir können 6 Angriffe machen. Also wir können 6 Magiepunkte pro zukeilen an der Stelle. Ja, ein Beefy Boy. Aber für sowas gibt's, Reflektschild. Das ist ein ziemlich gutes Ding. Da gab's damals auch eine Demo und habe ich auch für mich schon an der Stelle festgestellt. Oh, ist der bam, 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 uiuiui. Deinen Spiegel kaputt gemacht. Ja. Nach 2 Angriffen auf die Spiegel werden sie zerbrechen immer. Okay. Da wirst du die ganze Zeit nichts anderes machen als Spiegel aufbauen für die. Ja, das mache ich jetzt auch an der Stelle. Ich versuche jetzt. Ist aber der auch noch der coole Typ, der gestorben ist? Das sehe ich ja jetzt erst. Ja, das ist der coole Dude. Das ist der coole Dude, der gestorben ist. Der war zusammen mit dem Rothaarigen unterwegs und der Rothaarige hat verpasst, ihn zu heilen rechtzeitig. Na toll. Ja. Immer diese Noobs. Gut, das war aber auch wieder. Ja, das sind 6 Hits, die ich mit dem machen kann, immer.
Aber auch leider nur 6 Damage, muss man dazu sagen. Hm. Ich weiß nicht, ob da irgendwann mal so viel Attack hat, dass er an der Stelle auch in der Lage ist, zwei Schaden pro Tick zu machen. Aber wie lange bleibt das Feuer noch? Ah, jetzt ist es weg. 2 Züge immer, exakt. Ja, okay. Ja, ich mach mal meinen Spiegel-Move, ne? Ja, ich auch sagen. Ah, okay, das war jetzt... Meisten Schaden, das ist selbst der Typ. Ja, der macht sich am meisten Schaden, gerade selbst mit den Dingern. Schade, ich wollte eine Verbrennung machen an der Stelle, dass er nochmal ein bisschen Damage over Time kriegt. Aber nee. Weiß nicht, ne? Wollte nicht. Ah, wie viel Magiepunkte braucht mein Spiegel nochmal? Ich glaube 6. Ah, weißt du was? Dann machen wir einfach mal hier. Vorsicht. Hier, ah, Mist. Hättest du auch geschafft noch. Ja, egal. Übrigens, wenn ich eine von denen nicht schaffen sollte, von den Inputs, das kann ich fast so machen. Selbst wenn ich einen von denen nicht geschafft hätte, da wäre zwar ein Spiegel gekommen, aber der wäre jetzt leichter zerbrochen, also nach einer Runde. Ah, okay. Fertig. Ich bin so gut, Rikus. Gutes Team, ja. Das ergänzt sich gut. Gerade die Spiegel waren halt wirklich, ich glaube, die Spiegel alleine haben fast die Hälfte von dem Boss gemacht. Ja. Ich bin so gut. Ich fühle mich gerade so schön und so toll. You have done it, my valiant warriors of the terrain. Khajiit the Shadow Beast has fallen. Yeah. Does that mean we won? The battle, maybe. The war is a different story. Come, warriors. Return to the Toadstool Tower. Ist natürlich die Frage, ob wir uns als erstes abgeschlossen haben. Ja, wahrscheinlich haben ein paar andere das noch schneller gemacht. Also, musst du der Schnellste sein, um weiterzukommen? Anscheinend musste man hier der Erste sein, der es besiegt, um diese Runde abzuschließen. Aber wir haben ein Problem und das ist die Hackergruppe, die wird sich wahrscheinlich einfach nur durchgehackt haben durch die Aktion hier. Während wir als Whitehead und versuchen an der Stelle nicht zu viel Preis zu geben, nicht die ganze Zeit hier rumhacken können. Moment of Truth Time. Ja. Muss ich erstmal wahrscheinlich. Ah, hier immer weiter. Schink. Jetzt haben wir hoffentlich den coolen Dude wieder. Ja, da ist er. My gratitude to you all knows no bounds, brave warriors. This mistake is mine to bear, and I humbly ask your forgiveness. Aber wie gesagt, so Grundstimmen mag ich ganz. To think mag ich sehr. That all across the lake, Khajiit's presence could arise so numerously, and that we of the Edotus Woods could be so lucky to have such a wide array of powerful protectors. It is only because of your collective bravery that Khajiit was finally eliminated and banished to the depths of the Lenzitus Lake. The heavenly emissary and I witnessed everything from here in the towers. For your hard work, I wish to reward each of your guilds with something special. Shrooms? Kriegen wir jetzt Shrooms? Ich möchte Bewusstseinserweiterte des Shrooms. Orb of Unity. Though I am grateful to each and every one of you, there was one guild in particular that stood out above the rest. With no hesitation, this guild swiftly and diligently put an end to the Shadow Beast terror quicker than any other. For that, they should be celebrated. Drum roll. That's right, folks. For completing this regional event the fastest, we have ourselves a winning guild. The champions of the Edotus Woods. Stimmt, die Krasse, oder? Ey, wahrscheinlich sogar die Krasse, pass auf. The Troublemakers! Nein, die Cheater. Die Cheater. Skate and their Guildmaster, Raccoon. Congratulations! Hm. I prefer Captain Raccoon, but thanks. Uh-huh. Would you guys like to share a few words? Hi, Mom. Do you think Dad's finally proud of me? But! Einverstanden. About your victory. Das sind die Hacker. Das sind die Hacker, ja. Natürlich, natürlich tun sie auch so, als ob sie ganz normale Spieler wären. Ja, außer dieser Typ zum Beispiel, der ist allgemein ein bisschen wahnsinnig. Anyway,
if I could leave you all with a few things. Never underestimate the power of your own ambition, keeping a calm, positive mindset, and of course, a great, great leader. Thank you, Miss Endeavor. I'm forever. That too. Wonderful. These bright young players have an even brighter future ahead of them. In just a few weeks' time, fühlt man sich direkt scheiße, oder? Das ist die $2,000 prize and have earned themselves a spot in the final Campaign of Champions event. Be on your guard, warriors. New challenges await around every corner. Tomorrow, I implore that all of you pay a visit to the Chrysoberyl Kingdom in Morganite Valley. The beautiful und die meisten wissen das wohl nicht, dass das Hacker sind? Natürlich wissen die das nicht. Nee. Wir sind eigentlich die einzigsten, beziehungsweise unsere Gilde ist eigentlich die einzigsten, die ja wissen, dass die an der Stelle Hacker sind. Heed my words. And I shall see all of you again in the very near future. That's it for the chief, so that's it for me. We'll see you all next time on the Terrain of Magical Expertise Campaign of Champions Live. Forever out! Wow, die kann fliegen. Ich möchte auch fliegen können. Warum kommen die sowas? Gemeinheit. Ja, da wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen Tumult geben, ne? Sagt man sich hier, warum? Warum dürfen die Cheater eigentlich weiter? Sorry, this is... Look, it happens. We did the best we could with what we had. Except we didn't even do that! I messed up and got Nylock booted out before we could even reach the actual boss! The party wasn't at full strength and it was my fault. Think nothing of it, Squire Alpha. T'was an honest mistake. All warriors with great potential must learn to fail before becoming truly great. Nainok ist super. Ich liebe Nainok. Hey. At least we didn't screw up beating down that kaiju wannabe. But we can't afford any screw-ups. I mean, you guys can't afford for me to keep messing things up like this. We can, though. We have 3 more opportunities to win this. We'll just have to push harder and do better on the next one. Aber wieso regen die sich denn jetzt auf? Die wissen das doch, dass die Hacker sind, oder nicht? Ja, trotzdem ist es frustrierend, oder? Wenn Hacker gewinnen. Cheater gewinnen. Ja, aber dann brauchst du dich ja nicht für Fehler schämen. You're a valuable member of the team. Ja, deine regt sich jetzt eigentlich mehr oder weniger auf, dass der Nylock rausgeboxt wurde, ziemlich am Anfang. Obwohl ja eigentlich er sozusagen einer der ist, der schon etwas länger da ist und vor allen Dingen einer der tankigsten und am meisten Damage machendsten Charaktere ist von der Gilde. Also ist er eigentlich eines der wertvollsten Member. Thanks. I really promise. Man wäre vielleicht schneller gegangen, man hätte vielleicht gewonnen, blabiblub. Dude, she's not yanking your leg. You're fine. Oh my god. We'll all do better. I expect that of myself as much as I do the rest of you guys. Let's break for the rest of today and get an early start tomorrow, as soon as the second regional event kicks off. Hear, hear! Though this knight was absent from the final battle today, it shan't happen again, as our adventures continue in the glimmering locales of Morganite Valley. We shall unite our powers together and seize victory next time. So saith I. Nylock, master of hopeful outlooks. Ach, Nylock ist spitze. So, safe game. Übrigens, Nylock ist der Charakter, mit dem wir mal kurzzeitig allein unterwegs waren. Und wir sind dabei auf Hacker getroffen und haben die wiederum zurückschlagen müssen mit unseren eigenen Fähigkeiten. Und das hat er mitbekommen, dass da irgendwas im Gange ist, irgendwas im Busch ist. Ja. Und die Hacker haben wiederum was angedeutet. Ja, wir haben durchschaut, wer du bist. Ah, du bist wahrscheinlich einer von denen. Mhm. Ja, freuen wir uns drauf, dass wir uns demnächst wiedersehen. Und Nylock hat jetzt leider so ein bisschen diese Angst, dass wir jetzt der Gilde oder sagen wir mal der ganzen Gruppe irgendwie schaden könnten. Ach so, der eine ganze Gruppe ist wohl nicht weil, so ein Hacker-Zeug, sondern nur du oder was? Das sind einfach ganz normale Dudes wie du und ich an der Stelle. Und jetzt hat Nylock an der Stelle die Angst, dass wir vielleicht irgendwie was Böses tun könnten, was der Gruppe schaden könnte. Deshalb hat er uns immer im Auge, der Junge, immer im Auge. So, das ist übrigens hier die berühmte Seite debuggers.org, wer kennt sie nicht, bei der wir immer mal wieder neue Hacks lernen. Also sei es Beeinflussen des Spielfelds mit irgendwelchen Effekten etc. Und ja. Würden wir einfach mal im Test einfach mal Dings im Kampf testen. Und natürlich die tägliche Inbox checken. Keep a lookout.
Wieder natürlich ein schönes Briefchen von You Know Who. You Know Who. ist irgendwie clever, ich find's irgendwie ganz nett. Das ist cool, ja. So, ja, der erzählt natürlich an der Stelle, oh scheiße, die haben es geschafft, aber erstens, Stricking falls into not being able to fulfill the necessary criteria for inventing this event and second, joining strong girls that might be bigger threat in order to eventually throw the final competition by holding them back. Ja, also die haben hat an der Stelle genauso wie wir Angst, dass die das ganze Spielspaß versauen von dem Spiel für die anderen Leute, wenn sie natürlich sich durchs ja, ist Leben ja decken. Auch so. Ganz normal. So, Dandy Alliance. Ich meine, das ist jetzt das Mädchen. Dandy Alliance, let's regroup and do better, even better this week. Head to Morganite Valley, Chrysum Beryl Kingdom and meet us just outside the entrance to Quartz Castle early. We've got an important cutscene to watch out, play out, be there. Okay.